Ich bin Luise, bin Elektronikerin hier bei der Schwebebahn. Und mit dem Axel werde ich heute die Klimaanlage prüfen und die Türen. Schauen, wie er sich anstellt. Dir ist ja bekannt, dass die Bahn einige Probleme hatte. Ja, leider. Wir arbeiten mit Deswegen Hochdruck bin ich ja daran. Hier. Deswegen bist du hier, genau. Du sollst uns dabei helfen. Und zwar gibt es ja vielleicht auch einige Wuppertaler Bürger, die sich noch erinnern, wie die Decke am Tropfen war wegen unserer Klimaanlage. Dann werde ich dich jetzt mal an die Kollegin entlassen, die Frau Luise Kurz. Das ist der neue Kollege. Hallo Luise, grüß dich. Erzähl mal, was machen wir denn jetzt hier genau? Genau, wir prüfen jetzt mit diesen paar übersichtlichen Signalen, ob die Klimaanlage dann auch kühlt, wenn es denn draußen warm ist. Okay. Axel, starte mal die Klimaanlage. Ja, alles klar, hier, ne? Kühlen, genau. So, ich kontrolliere das mal. Ja, wunderbar. Wunderbar, das kühlt. Kühlt wie Sau. Ja, dann machen wir jetzt den Türtest. Ja, sag mir erstmal, was du da in der Hand hast. Ja, das sieht ganz schön gefährlich aus. Das ist auch Thors Hammer, das ist sehr gefährlich. Mhm. Genau, der prüft nämlich, wie stark die Tür zusammenfährt. Mhm. Weil, wenn die Türen schließen und jemand steht dazwischen, soll natürlich die Person jetzt nicht den Arm verlieren. Ja, das wäre ungünstig, ne? Ja, okay. Den Hund, der dazwischen hängt, oder? Wunderbar. So. Ja. So, 122 Newtonmeter, ich glaube, das ist okay, ne? Ja, die Tür bestand. Ja. Wie habt ihr das früher gemacht, oder vor dem Tor? Ja, da haben wir mal die neuen Kollegen sich in die Tür stellen lassen. Ah, okay. Ich bin ja der neue Kollege, ja. Ich vertraue dir, ne? Ja, passiert nichts. Mhm. Ah! Nein, war okay. So, der Innenraum ist jetzt fertig. Jetzt würde ich dich an die Julia weitergeben. Wir kennen uns schon. Genau, ihr kennt euch richtig. Du willst mich wieder angurten, ne? Ja, natürlich.